Na, wen haben wir denn da? Ich bin eure neue Musiklehrerin, Miriam Klemmt. Ehrlich, Miriam Klemmt? Frau Klemmt ist Lehrerin am Gymnasium meines Sohnes Julius und ein leuchtendes Beispiel. Vertreten Sie das Johann-Bernhard-Basedow-Gymnasium bei diesem, wie heißt das gleich? Contest. Genau. Leute, mit unserem Equipment brauchen wir da erst gar nicht antanzen. Die lachen uns doch aus. Das Klavier. Die Schule hat keine Mittel dafür. Wohin fahren wir? Stern oder Meer? Dann hast du Lack gesoffen. Langsam, hey! Julius ist ja mit niemandem befreundet. Und weil er ein Arsch ist. Jo. Wissen Sie eigentlich, wer mein Vater ist? Joachim Klaus. Herr Klaus, wir haben ein Problem. Wenn Sie mich noch einmal belästigen, rufe ich die Polizei und Sie hören von meinen Anwälten! Hey, das Paket wurde für euch abgegeben. Julius, das ist meine Schwester Anne. Oh Schatzi, ich hab dir doch gesagt, du sollst keine Arbeit mit nach Hause bringen. Das ist ein arrogantes, gemeines, cholerisches Arschloch. Wenn ich da ein niedliches Smiley-Gesicht runtermale, dann ist das Ganze nicht mehr so schlimm, ja? Meinst du, man sollte dem Vater eine Lektion erteilen? Wenn was schief geht, dann versauen wir die Zukunft von einem ganzen Haufen Leute. Wir haben die Polizei im Haus. Hey Gunnar, bist du mit deiner Hanfplantage im Fotolabor aufgeflogen? Ach du Scheiße! Kennen Sie Julius Klaus? Ja, natürlich kenne ich Julius, er ist einer meiner Schüler. Boris, was machst du denn hier? Mit wem sprichst du da? Mit der Presse? Scheiße, ihr müsst raus zu ihm. Wenn Sie nur einmal blinzeln, sind Sie ein toter Mann. Ich werd noch wahnsinnig! Der Junge ist entführt worden. Ich komme sofort. Bei einer Sache müsst ihr unbedingt aufpassen. Das Lösegeld wird eventuell mit einer Farbpatrone gesichert sein. No future.